Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super, das ist geil. Wow, unbedingt gucken. Wow, du bist es. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultier ist 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Wir haben Ostersonntag, ich bin spät dran, aber wenigstens filme ich diese Folge am Sonntag, auch wenn sie erst morgen früh oder mitten in der Nacht online geht. Fangen wir also an. Sensation der Woche. Yahoo kauft eine App für 20 Millionen Euro von einem 17-Jährigen. Ja, super. Also ich meine, wäre das jetzt eine andere Meldung, wenn der Typ 25, 35, 47 gewesen wäre oder erst 12 und nicht 20 Millionen, sondern 40 Millionen. Ich glaube, die Sensation, die ich daran finde, ist, dass Yahoo überhaupt noch Kohle hat, um irgendeine App zu kaufen, weil irgendwie habe ich die nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. BlackBerry 10 ist ja gestartet, die zwei neuen Smartphones mit dem Betriebssystem kommen so langsam überall an und auch an der Börse geht es für BlackBerry aufwärts, heißt es zumindest viertes Quartal, irgendwie ob 60 Millionen plus, das ganze Jahr 600 Millionen minus, naja egal, die ganzen Börsengurus oder so sagen schon, BlackBerry hat den Turnaround geschafft, ich bin da ja noch ein bisschen skeptisch, ich wünsche ihnen halt, dass sie da was packen, damit wir vielleicht neben Android, iOS, Windows Phone, also auch noch mit BlackBerry 10, noch einen vierten Mitspieler haben, der, ihr wisst es, ich denke da, je mehr, desto besser, je mehr Konkurrenz, desto besser werden die Produkte. Auch schon ein Comicbuch aus Japan bestellt. Warum solltet ihr das tun, fragen sich jetzt viele. Weil da Steve Jobs jetzt drin ist als Manga und warum erzähle ich sowas? Dann doch lieber wieder bescheuerte Apple-Gerüchte wie, was ist diese Woche hochgekocht? Apple baut einen Controller. Da durften sich alle Technik-Blogs und sonst was wieder 24 Stunden lang Klicks drüber holen. Und dann kam natürlich, nein, wir bauen natürlich keinen Controller. Nächste Woche ganz exklusiv. Apple baut eine Hundehütte. Aber was Apple wirklich gestartet hat, ist nach der iPhone-Propagandaseite jetzt die iPad-Propagandaseite. Geht hin, klickt's durch und freut euch, dass ihr ein iPad habt. Wenn ihr noch kein iPad habt, dann wollt ihr danach unbedingt ein iPad haben. Auf der anderen Seite hat Facebook für den 4. April was angekündigt. Es wird wieder spekuliert, was wird es? Wird es ein neuer Dienst? Wird es nur eine neue App? Wird es vielleicht sogar mal wieder ein Facebook-Phone? Ich habe da irgendwie noch so ein HTC im Kopf, was so ein Facebook-Button hatte, aber naja, nicht wirklich ein richtiges Smartphone. Spekulatius. Kommen wir zu den Spiele-News. BioShock Infinity ist gestartet und hat durch die Bank weg gute Noten. Ich habe es natürlich noch nicht gespielt, genauso wie mein StarCraft 2 von vor 2-3 Wochen. Reden wir nicht drüber. Freut mich, dass BioShock Infinity gut wegkommt. Kommt definitiv auf meine Zu-Spielen-Liste. Und LEGO City Undercover ist gestartet, die LEGO-Variante von GTA. Ich glaube, der erste Teil, der mal nicht auf einem Film beruht, okay, sie kupfern halt von GTA doch viel ab, bekommt aber auch durchweg gute Noten. Und wer auf diese LEGO-Games steht, ich persönlich habe die ganze Star-Wars-Spiele durchgespielt, ja, vor allem im Koop-Modus, macht das unheimlichen Spaß mit diesen lustigen kleinen Männchen und dann dauernd die Steine einsammeln. Naja, egal, genau das gleiche jetzt einfach nur auf GTA. Große Stadt, Open-World-Szenario und. Ein 15-minütiges Gameplay-Video zu Space Hulk ist erschienen. Wem das jetzt überhaupt nicht sagt, dem werbe ich einfach mal Warhammer 40k an den Kopf. Und jetzt werbe ich noch Games Workshop hinterher. Und wenn es immer noch nicht klingelt, dann ist die Nachricht überhaupt nicht interessant für euch. Für die, denen das was sagt, guckt es euch mal an, einfach mal googeln und sieht schon sehr, 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 sehr cool aus. Kommen wir zum Film der Woche. Diesmal habe ich mir Zero Dark Thirty reingezogen. Das ist der Film, wie die Amis Osama Bin Laden auf die Schliche kommen und ihn dann am Ende... Naja, wem erzähle ich? Also es ist halt wieder ein Film wie Titanic. Das Ende ist bekannt. Der Film geht gute zweieinhalb Stunden und ja, er ist gut, aber er zieht sich ein bisschen. Vor allem, man geht rein und denkt sich, ja, ist doch klar, aber wie sie dann ihm auf die Schliche kommen, ist ein bisschen langatmig erzählt. Klar, die Hauptdarstellerin, die fesselt schon und man wird aber über einen Zeitraum von, ich glaube, 10 Jahren zieht sich dieser Film und ich denke mal, die erste Hälfte hätte man auch etwas kürzen können. Dann die eigentliche ja, wie sie ihn dann stellen, ist schon gut gemacht. Das zieht sich auch ein bisschen, aber Spannung ist da. Durchaus guter Film, 7,5 von 10 Punkten. Am Anfang nehmt euch genug Popcorn mit, dann passt es und am Ende seid ihr eh gefesselt. Ein QWERTY gibt's diese Woche nicht, das ist ja das alte blaue Watson-Ding, was ich anhabe. Das war's mit Faultiers 5, Folge 43. Euch allen einen schönen Start in die Woche, wobei morgen ist ja noch ein Feiertag. Frohe Ostern, viel Spaß beim Eiersuchen und bis denn.
74. Nee,